ihr Lieben, so sieht mein Wurstel jetzt auf. Ich habe auch ein paar Bilder davon gemacht. Und jetzt fangen wir an mit dem zweiten Teil. Du kannst es so häkeln oder nicht. Das ist die Wolle, die mir geblieben hat von den 150 Gramm, also werde ich das weiter benutzen. Und ich, Dusel, habe meine Häkelnadel verlegt, die 4er Häkelnadel, das ist auch ein 4er Häkelnadel, aber halt nicht das gleiche. Und wir fangen dann an. Ich fange irgendwo hier bei dieser Ärmel an und ich werde jetzt die erste Reihe nur mit Stäbchen arbeiten. Also 3 zum Steigen, 1, 2, 3. Und dann auf so ein Stäbchen arbeite ich ein Stäbchen auf dieser Stäbchen und ein Stäbchen in dieses Loch. Und dann wieder auf den Stäbchen und in dieses Stäbchen. Ich arbeite meinen Anfangsfaden mit, damit ich nachher nicht mehr nähen muss. Und so mache ich die ganze rumherum. So, ihr Lieben, ich habe leider vergessen filmen, also ich habe statt auf Play auf Pause gedrückt und ja, was kann ich sagen? Ich werde euch jetzt erklären, was ich gemacht habe. Also, ich habe 3 Luftmaschen zum Steigen gearbeitet und dann ich habe ein V gearbeitet. Also, ich habe unten ein Stäbchen übersprungen und in der nächsten Stäbchen habe ich Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen gearbeitet, dann wieder ein Stäbchen übersprungen, in den nächsten Stäbchen ein Stäbchen gearbeitet, dann wieder ein Stäbchen übersprungen und in der nächsten habe ich wieder ein V gearbeitet, also Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Ich habe so bis am Ende der Reihe gearbeitet und dann habe ich mit einer Kettmasche in diese 3 zum Steigen angekettet. Dann habe ich wieder 3 zum Steigen gearbeitet und auf diesem V oder auf dem V der Vorreihe habe ich 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen gearbeitet. Und dann wieder auf dem nächsten Stäbchen einen Stäbchen gearbeitet. Dann habe ich auf dem nächsten Stäbchen ein Stäbchen gearbeitet und wieder auf dem nächsten V so eine Gruppe aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen gearbeitet und wieder auf dem Stäbchen einen Stäbchen. Das wiederhole ich bis am Ende der Reihe und dann kette ich mich an die 3 zum Steigen mit einer Kettmasche. So ihr Lieben, jetzt habe ich meine Runde mit einer Kettmasche beendet und ich steige jetzt wieder mit 3 Luftmaschen. Also das bleibt immer fix und fest hier. Und dann arbeite ich auf diesem Bogen, in diesem Muschelmuster, wieder eine Muschelmuster. Also 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und 2 Stäbchen. Und wieder ein Stäbchen über den Stäbchen und das gleiche wiederholen.
Also das ist jetzt alles. Diese Muster werde ich jetzt wiederholen. Einige rein. Eigentlich, ich glaube, ich werde schon meine Wolle aufbrauchen, bevor ich mein Teil fertig ist. Also ich werde sie jetzt ein bisschen ausbreiten. Und so zeigen. Also diese Runde muss von hier bis in die Mitte kommen. Also ich muss so ein Handbreit, ungefähr ein Handbreit davon arbeiten. Und ich zeige dir, wenn es fertig ist, wie es ausschaut. So, hallo ihr Lieben, jetzt zeige ich euch, wie der Bolero fast fertig ist. Ich habe noch einen Knäuel gebraucht. Und so sieht es aus. So ihr Lieben, jetzt bin ich wieder an meinem Arbeitstisch. So sieht es aus. Also diese Seite kommt unten am Rücken, so über die Taille, und hier wird es den Hals sein. Beim Hals wirst du so umdrehen. So, jetzt fangen wir an und wir werden jetzt feste Maschen arbeiten. Arbeite jetzt in jede feste Masche oder in jedes Stäbchen eine feste Masche. Ups, Entschuldigung, feste Maschen habe ich gesagt. Feste Maschen. Und hier eine feste Masche. 1, 2, 3 Loopmaschen. Wir arbeiten sie zu einem Picot. Dann wieder eine feste Masche. Und hier feste Maschen. Also auf jedes Stäbchen kommt eine feste Masche. Und auf jeden Spitze kommt so ein Picot. Und das wird unsere Umrandung sein. Auf diesem Bogen kommt zuerst eine feste Masche, dann 1, 2, 3 Loopmaschen, die wir zu einem Picot arbeiten, also durch diese zwei Maschen, dann durchziehen, durch alle drei. Das ist der Picot. Dann wieder eine feste Masche und jetzt überall feste Maschen. So sieht es dann aus. Wir haben diese Spitze. Ich muss meine Wolle auf die andere Seite bewegen, weil es verkehrt kommt. So. Und das mache ich jetzt hier um diesen Kreis. Und dann werde ich hier auch sowas machen. Was ich noch sagen wollte, wenn ich meine Ärmel nicht so lang gemacht hätte, auf links und rechts, dann hätte mir ein Knäuel genügt oder gereicht für diese kleine große 116 für meine Tochter. Jetzt habe ich den zweiten Hals angefangen. Aber ich wollte es halt länger, damit sie halt über die Finger hat. Damit es einfach nur so kuschelig ist. So. Also wir sehen uns wieder, wenn diese Umrandung fertig ist.
So, ich habe jetzt die Umrandung hier fertig. Falten muss ich noch vernähen. Und dann habe ich eine hier beim Ärmel gemacht. Und ich fange jetzt bei die andere Hand. Nur ich muss dir halt sagen, diese Umrandung mit Picot, fällt nicht wirklich perfekt hier. Wie du siehst, hier sind näher und hier sind weiter. Ich habe eigentlich beim jede fünfte Masche ein Picot gearbeitet. Hier sind ein bisschen kleine auseinander, weil ich weiß nicht, ob du dir erinnern kannst, wenn wir angefangen haben mit diesem Bolero, habe ich am Anfang 37 Maschen gehabt. Also 37 kann ich irgendwie nicht gescheit teilen. Und ja, ich habe mich entschieden, dass ich so arbeite. Also. Die erste feste Masche. Jetzt arbeite ich hier der Picot 1, 2, 3. Und hier wieder eine feste Masche. Dann 2, 3. 4 und 5. Und hier bei die fünfte Masche arbeite ich wieder den Picot. 1, 2, 3. Und dann wieder. Und 5. Und das ist mein Anfang. Und hier sehen die Maschen nicht so, wie wir gewöhnt sind. Halt, das ist der Anfang. 1, 2, 3. Okay. So. Und das mache ich jetzt herum. So, jetzt bin ich an dieser Stelle gekommen, wo ich halt weniger Maschen machen muss. Also, ich habe immer in dieser fünfte 1, 2, 3, 4 und in dieser fünfte habe ich ein Picot gearbeitet und jetzt habe ich nur 1, 2, 3, 4 und hier habe ich 2. Also, ich werde 1, 2, 3, ja, die 4 arbeiten, hier den Picot und dann noch eine feste Masche und dann ist irgendwie geteilt. Und das wird er auf die Innenseite, also hier kommen, wird vielleicht nicht jeder sehen. Also wir haben gesagt, 1, 2, 3, 4 und dann arbeite ich den Picot. 1, 2, 3. Und hier noch eine feste Masche. Hier war meine erste Masche. Ich muss hier eine Kettmasche arbeiten. Also ich muss da durch. So, fertig. Jetzt muss ich meinen Faden vernähen, verstecken und ja. So schier schaut es auch nicht aus. Also so hässlich ist das nicht. Wie gesagt, es ist nicht gleich geteilt. Ich hätte schon hier vielleicht in die vierte der Picot arbeiten können. Aber ich bin zufrieden. Wenn du
nicht schummeln willst oder nicht schummeln kannst, dann kannst du einfach Krebsmaschen arbeiten oder nur Festmaschen oder ja, kannst. Es ist auch natürlich, wenn du zum Beispiel 40 Maschen hast, dann ist bei dir was anderes. Ich habe ja 37 Maschen gehabt am Anfang, also ist das Teilen auch schlimmer. So wird es aussehen. Ich habe mich für diese Picot-Muster entschieden, weil ich hier auch Picot-Muster habe. Deshalb. Und diese Spitzen finde ich einfach mit Picot schön. So, ihr Lieben, so sieht es jetzt aus von hinten auf die Halbbüste. Also am Hals wird so nach unten umgedreht. Hier bei der Taille. Naja, vorne sieht es jetzt nicht so gut aus, weil die Büste hat Brüste und meine Tochter nicht. Aber ich versuche so ein bisschen zu ziehen, damit ihr sehen könnt. Ist auch bei dem Schulter ist viel breiter. So, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.